Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier beim Marsch. Wir werden weiter die Kühe versorgen mit Mischfutter. Jo, das machen wir jetzt, ne? Und dann her, Wasser haben sie schon gekriegt, bekommen. Dann gleich nochmal Stroh. Abladen wollte ich eigentlich. Jo, mit schweren Kodierungsproblemen. Nervt langsam. Programm zu schwach oder Rechner zu schwach, keine Ahnung. Ja, hier werden wir weiterarbeiten. Hoffe, das passt. Müsste ich aber mal prüfen. So, geht weiter. Wir haben ein großes Loch im Bauch. Großer Hunger. Hunger ohne Ende. Müssten wir sehen, ob wir noch ein bisschen mehr. Also die Lage haben wir noch da, wenn wir uns herfahren, ne? Von der BGH. Mal gleich gucken, was uns die Statistik sagt Richtung Ernte. Ob das reif ist. Ob das Gras schon dunkel ist. Das Gras ist grün. Achso, das ist ja Gras. nee, das Gras ist, sag mal, ist gelb. Blau. Dann ist gewachsen. Ja, hatte Keim, ne? Und hier müssen wir noch entsprechend Mais. Das Mais muss ja auch noch rein. Das machen wir gleich. Starten wir gleich. Geht ja noch rein. Schweinestall auch noch. Mischration ist voll. Wir haben den ersten Stall geschafft. Machen wir jetzt einen zweiten noch was rein. Da haben wir ein paar Kälber drin. Obwohl die genug Gras haben. Aber die soll auch mit Mischfutter kriegen, ne? Und gleich mal Wasser. Bevor sie mich verdursten hier. Ah gut, die haben auch genug, das ist gut. Das freut mich, das haben wir geschafft. Können wir gleich noch mal Stroh holen und dann gleich die Schweine versorgen mit Futter. Den Rest kippen wir einfach Lager rein. War ein bisschen Puffer und Reserve irgendwann mal, ne? Wer weiß. Wenn mal ein Jahr schlecht ist, dann können wir da entsprechend ja, zurückgreifen, ne? Dann holen wir immer Stroh aus Lager und dann haben die entsprechend auch hier Stroh. Ja, wird das ja knapp, ne? Ja, wird aber reichen. Denn wird ja mal wachsen, ne?
Müsste eigentlich heute noch Wachstum durchgehen normalerweise. So, ab nach zu den Kühen. Schön grün, ne? Schön frisch, saftig. Wird reichen, ja gut, den Rest kann man an der Stelle rein. Und dann können wir gleich Schweine. Wir brauchen hier auch noch was, ne? Die sollen dann nicht leben wie, ne? Wie man schon sagt, ne? Wie Hund, ne? Obwohl viele Haustiere halt ein perfektes Leben haben, ne? Sollte aber reichen normalerweise. So, nachdenken. Schweinefutter. Werden wir aber erstmal. Oh, geht Licht aus. Den hier wegfahren. Beiseite schieben. Dann werden wir gleich mal putzen. Wieder Mist gemacht, was gar nicht gut herkommt. Da anfangs immer Probleme, jetzt hat er keine mehr. Na ja, gut. Geht von OBS. Mal gleich wieder aus, ne? Ist schon, naja, gut, besser als wenn jetzt hier wirklich Mist wäre, in Anführungszeichen, ne? Gut, da wär's zum Misthaufen gegangen, ne? Ja, an der Stelle müssen wir auch sauber machen, der erste ist im meisten dreckig. Werde mal bei Gelegenheit um, naja, umbauen nicht, aber halt. Ja, abreißen und neu aufbauen. Aber die Stelle weiß ich noch nicht genau. Das muss man überlegen. Wo ich da hinbauen werde. Dicht da jedenfalls an. Ja, vielleicht da oben. Wo Verpackung ist. Da könnte man noch hinbauen ein, ne? Könnte man. Wenn der Platz reicht, aber wie gesagt, 500 Tiere, ein Stall müsste einmal normalerweise reichen. Oder die hier vier wegnehmen und dafür einen großen Stall, würde auch gehen. Würden wir auch schon viel einsparen, ne? Arbeitsmäßig dann nur ein Stall, zwei Ställe machen. Ah, da liegt ein Dreck, ja. Ist halt so, ne? So. Schauen wir, was aufnimmt. Richtige Position. Ja. Das sind ja wieder ältere Stelle, so. Versuche ich mal nach hinten zu schauen.
Geht nicht ganz so. Ist gewöhnungsbedürftig. Ja, Zacking ist da, ja. Wenn es VR wäre, wäre es noch ein bisschen besser, aber ich wüsste da nicht, wie das funktionieren soll mit der ganzen Steuerung, ne? Also, wie ich da entsprechend eine Maus und Lenkrad, denke ich mal, wird kein Problem sein, ne? So, hier mal gleich Futter, Wasser. Und dann können wir gleich mal reingucken, ob hier noch geputzt, ah, hier muss auch geputzt werden. Hier haben wir anscheinend genug Wasser. Entschuldigung. Ah. Hier ist sauber. Hat auch nicht viel Wasser gefehlt. Hier ist auch sauber. Dann machen wir noch einen vierten Stall sauber. Ja, wenn der Rübenputzel ist auch ungünstig, hätte ich auch vielleicht schon Richtung BGH bringen können, ne? Aber die Silos vielleicht entfernen. Die sind verpackt. Das ist mir auch zu viel, allein zu viel Arbeit, in die Lage reinzufahren, ne? So. Wenn Schweine sauber, Kühe sind ja eh sauber. Gott sei Dank. So. Dann bleibt's halt drin, ne? Ja, auf einmal hat sie gegangen, ne? Also ging es sofort. Na gut. Machen wir gleich mal stehen lassen. So. Gehen wir durch, ne? Egal. Das hier Mist. Ach ja, Mais. Ist ja auch leer, ne? Gut. Fangen wir hinten an und ja, dann hier. Kann natürlich sein, dass wir da entsprechend auch noch Futter genug drin haben, weil Ferkel brauchen wir weniger und die großen Tiere haben wir jetzt hier alleine ohne Ferkel, dadurch ist die Anzahl auch deutlich kleiner und dadurch wird es hier vorne auch nicht so viel reingehen. So, mal ganz kurz, können wir nebenbei ja starten, ne? Die Maisfelder. Das Düngen, das geht sowieso noch nicht, ist noch nicht fertig. Aber Maisfeld hier einsteigen. So. Kursgenerierung 14. Vorgewende 2, ein Fahrzeug 15 Meter, hier ein bisschen kleiner gehen. Generier Kurs, zurück, ersten Wegpunkt einstellen. So, er hier. So. Dann machen wir gleich hier weiter. Natürlich hat der Helfer das so gearbeitet, dass man im Prinzip andersherum gearbeitet hat, ne? Schauen wir mal.
guter dunkler Bohnen. So. Dann können wir hier auch Mais reinbringen, ne? Dann haben wir genug Körnermais. So, Schweinefutter. Ja. Keine Ahnung. LKW. Dünger. Dünger. Nichts gewachsen. LKW. Mist. Guter Anhänger ist voll, so. Machen wir es so, ne? Fahren wir gleich rüber zum den vier Stellen, machen das mal voll. Und am Rückweg können wir dann entsprechend ja, hier vorne noch abgeben. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ich sag mal schönen Danke, schönen Dank fürs Reinschauen und fleißig liken und abonnieren. Ne, wer ein oder andere mal abonniert hat, vielleicht. Könnte ja sein, dass ich mal im Voraus aufnehme. Kriegt das so nicht mal gleich mit. Also nicht direkt, sondern gleich, ja, alle abends. Aber die Aufnahmen laufen ja alle mit voraus. Ne? Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.